Moin, ich bin Karl und ich studiere molekulare Biotechnologie. Hi, ich bin Nicola und ich studiere auch molekulare Biotechnologie. Und Karl und ich sind beide im Fachschaftsrat Natur- und Umweltwissenschaften. Aber was macht der Fachschaftsrat eigentlich? Der FSR ist die Vertretung der Fachschaft, also aller Studierenden einer Fakultät. Eure Anliegen und Probleme leiten wir natürlich anonym an die richtigen Stellen weiter. Zudem treffen wir uns mindestens einmal im Semester mit unserem Dekan und können dort zum Beispiel Verbesserungsvorschläge anbringen. Wir sind auch für den Lehrbericht zuständig, in dem Schwierigkeiten gesammelt und so an die Fakultätsleitung weitergegeben werden. Ansonsten senden wir noch studentische VertreterInnen aus unserer Fakultät in weitere Gremien wie den Prüfungsausschuss oder den Studierendenrat. Neben dem Studium möchten wir euch natürlich auch ein möglichst angenehmes Studileben ermöglichen. Dafür bieten wir das kostenlose Hörsaalkino an und organisieren Partys, wie zum Beispiel das Sommerfest, und unterstützen die Weihnachtsfeiern. Genau, wenn ihr irgendwelche Ideen, Probleme oder sonstige Anliegen habt, könnt ihr euch immer bei uns melden, aber auch wenn ihr uns unterstützen wollt. Schreibt egal was ist, einfach eine Mail an fsn@hz.de.